Hallo, ihr Schlimmvieh. Heute geht's mal um den Waageumschalter. Was ist das? Ganz einfach, eine Lok oder eine E-Lok, die steht ja unter Spannung, ne? Hier oben haben wir 15.000 Volt, die müssen ja irgendwie rein und das muss man ja irgendwie zuschalten können. Und da braucht man einen Leistungsschalter. Bei herkömmlichen Lokomotiven ist das so, da ist da oben auf dem Dach und wenn der zum Beispiel ausschaltet, dann zieht der so einen Lichtbogen und um das zu verhindern, wird der weggeblasen mit Pressluft. Ja, das macht dann so. Wenn ihr das schon mal gehört habt, am Bahnsteig, wenn so eine E-Lok ausschaltet. Neuere Loks machen nicht Piu, sondern die machen das ein bisschen vornehmer. Die haben nämlich einen Vakuumschalter. Ja, das ist so eine Röhre, so ein Zylinder. Da ist ein Vakuum drin, also keine Luft. Und da drin wird geschalten. Die hohe Leistung, der hohe Strom, die hohe Spannung. Und das hört sich so ein bisschen an wie ein Herzschlag. Ja? Wenn ich jetzt hier einschalten würde, dann macht es erstmal so. Ne? So ein tiefer Basston, so. Da wird dann der Hauptschalter eingeschaltet und danach kommt so ein Doppelton, so ein. Da schalten dann die Hilfsbetriebeumrichter ein. Wollen wir uns das mal anhören? Dann schalte ich jetzt mal ein. Hört mal zu. Das war ganz knapp hintereinander so. Habt ihr das gehört? Und das war es aus. Ich mache nochmal die Tür auf und dann schalte ich nochmal. Vielleicht hört man es noch ein bisschen besser. Ihr seid jetzt im Maschinenraum, gell? Ich schalte mal ein. Erst ein ganz lauter und dann kurz danach so zwei kleinere. Aufpassen. Achtung! Und habt ihr es gehört? Cool, gell? Also. So viel zum Vakuumschalter. Also kein Vakuumschalter, sondern Vakuumschalter. Okay, tschüss.